So, liebe Freunde, aus unserer Reihe muss man sich mal vorstellen, kann sich kein Mensch vorstellen, präsentiere ich euch Hungry Jacks. Hungry Jacks sieht jetzt für mich so aus wie, sieht aus wie Burger King. Und das ist es auch, denn Hungry Jacks ist quasi die Burger King-Variante in Down Under in Australien. Wir sind hier in Melbourne. Und als sie versucht haben, Burger King in den 70er Jahren hier in Australien zu etablieren, ja, da haben die mal ins Markenregister geguckt und gesehen, scheiße, hier gibt es ja schon Burger King. So ein einzelnes kleines Restaurant hat sich die Namensrechte schon eintragen lassen, der kluge Laden. Und deshalb gibt es quasi, wenn man so will, kein Burger King in ganz Australien. Sondern die Dinger heißen alle Hungry Jacks, man musste sich einen anderen Namen ausdenken, war schon alles belegt. Und von daher wundert euch nicht, wenn ihr an so einem roten Kasten vorbeigeht, ist trotzdem Burger King. Erstens schmeckt er auch gut, kann man mal machen. Und wenn ihr bei einem Familienabend mal wieder Langeweile habt und nicht wisst, was ihr erzählen wollt, dann sagt ihr einfach, Burger King in Australien heißt Hungry Jacks. Und Twix ist jetzt Rider. In diesem klugen Neben-Hype- und Grenzwissen verabschieden wir uns wieder. Jo und der Professor, das heißt ja nicht, dass man hier nichts lernt. Und wir gucken uns hier in Melbourne nochmal die Hochhäuser an. Oh. Guck mal hier. Boah, das hört er gar nicht mehr auf, der Lümmel. Der hört nicht mehr auf. Also, Burger King ist in Australien. Hungry Jacks. Schönen Abend euch. Und immer wieder reinschauen. Hier lernt man was auf diesem fantastischen Kanal.